Moin und herzlich willkommen zur 34. Folge unseres Miss Survival Abenteuers hier. Ich bin ja in der Höhle, nachdem ich in der letzten Folge den Berserker geplättet habe, war ich aus dem Spiel und das Spiel spawnt dann einfach schlicht nochmal den Kollegen. Das heißt, den lassen wir da, wo er ist und müssen dann nachher wahrscheinlich irgendwie da durchrennen, um wieder rauszukommen. Proviant habe ich genug mit und ich würde sagen, ich habe nur keine Schuss, also mich mit dem da noch großartig anlegen, das bringt mir so gar nichts. Ich werde mir aber mal die Sniper auf die 2 legen, die hat ja noch ein bisschen Munition, glaube ich. Ja, können wir nochmal nachladen, aber viel habe ich natürlich nicht mehr. So, und dann gehen wir mal ein bisschen uns die Mine weiter angucken. Vielleicht sollte ich auch mal Licht anmachen, ne? Obwohl es alles sehr hell ist hier. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier, ob da jetzt noch irgendwie andere Gestalten kommen oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich habe auch keine Ahnung, in welche Dimension diese Mine hat. Okay, da sind wieder Brandtonnen. Gucken, was man hier so finden kann, ob man irgendwas findet. Vielleicht auch was zum Abbauen, wäre ja auch nicht schlecht, ne? So, da müssen wir wohl runter. Oh, geht aber weit runter. Achso, das ist einfach nur durch den Scheinwerfer. Das sah komisch aus. Ich musste gerade an Blausand aus Outward denken. So, oh, ich habe Blausand gefunden. Ach nee, falsches Spiel. Es mutet auf jeden Fall riesig an hier, dieser ganze Minenbereich. Okay, keine Ahnung, ob wir dann auch wieder hochkommen. Schauen wir mal. Ich muss ja wohl irgendwie hier lang, ne? Komme ich da auch wieder hoch? Ja, okay. Das kann man. Oh, das sieht nach Glitschen aus. Ne, da wollen wir uns mal weghalten. Aber so richtig was zum Abbauen ist ja hier nicht. Ich habe ja Wunder was gedacht, wenn man den Berserker irgendwie hinter sich gebracht hat, dass dann irgendwie das Abbauparadies auf einen wartet. Aber es ist ein bisschen mager, ne? Also ich renne hier jetzt auch absichtlich nicht durch, weil ich denke, vielleicht findet man dann irgendwie oder übersieht man dann irgendwas Wichtiges. Auch nicht abbauen. Da. Das sieht doch schon mal gut aus. Eisen. Eisenbräu. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile eine Verwendung für Eisen gibt. Ja, Salpeter, das ist auf jeden Fall gut. Für Schießpulver. Ich weiß aber jetzt gar nicht. Ja, ich werde das jetzt erstmal abbauen. Ich meine, runterschmeißen, rausschmeißen kann ich es immer noch, wenn mein Inventar dann irgendwann knüppelvoll ist. So, da geht ein Weg lang. Erstmal hier luschern. Nee, okay. Da ist nix. Ein Waffenschmied.
Waffenteil, okay, vom Revolver. Kann man sich wahrscheinlich dann, wenn man alle Teile hat, irgendwie noch einen Revolver klöppeln, den wir aber auch schon haben. Der Fußboden, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Küchenfilterzeh hier. Da ist auf jeden Fall noch ein Block. Erstmal vertraut werden hier mit der Location. Wie sieht eigentlich mein Hunger aus? Mein Hunger sieht noch gut aus. Braucht noch nichts wirklich. Nur meine Heilung, die dürfte jetzt ganz langsam mal wieder nach oben gehen. Davon brauchen wir auch reichlich, weil das ist genau das, was uns fehlt, um Schießpulver herstellen zu können. Und ich hatte ja auf jeden Fall einen Großteil meiner, schmeiße ich mal das Eisen raus, einen Großteil meiner Munition mitgenommen. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ja, komm, dann schmeiß die mal raus. Was haben wir denn hier noch? Ja, Eisen. Eisen fliegt auch mal raus. Ja, Essen, weiß nicht wie viel wir. Nehmen wir mal so eins mal raus. So. Bisschen Platz wieder haben. Aber so ein Medium-Lever haben wir den nicht noch. Ist das ein Medium-Lever? Ich werde den mal aufsammeln. Jetzt hat er wieder. Ja, okay, nö. Den brauche ich jetzt aber nicht mehrfach klicken. Huh! Was war das denn für ein Geräusch? Einige Materialien, um einiges craften zu können, musst du dir das Wissen von deinen NPCs holen und die Punkte werden mit einem Ausrufezeichen versehen. Okay. Das heißt, wir müssen erst wieder raus, um irgendwas lernen zu können. So, das ist mein Hund, der jetzt meint, er muss im Hintergrund hier Tamtam veranstalten. Das klingt auf jeden Fall noch wieder nach Strom und Licht. Was haben wir hier? Noch ein Waffenteil. Okay. Eine alte Sicherung. Brauchten wir da nicht gerade irgendwie eine Sicherung für den Kasten da? Okay. Haben wir irgendwie, haben wir, wollen nicht, können wir? Tut sich da was? Jetzt krieg ich den gleich auf den Kopf. Ja, also nee, Change. Nö, haben wir nur
schließen. Ach da, das muss man reparieren. Mit Tape und, was ist das ja, Kupferdraht, den wir aber auch nicht haben. Okay, das heißt, hier werden wir jetzt erstmal nichts. Ja, okay, das heißt, wir müssen zwangsläufig dann ja wieder raus, den Weg zurück, keine Ahnung, irgendwie werden wir hier wohl wieder hochkommen, hoffe ich mal. Aber wie sollen wir denn da bitte schön hochkommen? Oh, Moment, Moment, den habe ich übersehen. Jetzt wird es ja auch plötzlich dunkel. Jetzt, wo wir den Strom aktiviert haben, wird es in der Mine dunkel. Ja, also so sieht die Mine dann aus, wenn es richtig ist. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder wie? Doch. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Irgendwie höre ich doch gerade, ich höre doch irgendwelche Geräusche. Oh, da ist auch noch was da hinten. Ist das noch ein Ausgang? Nee. Ich höre irgendwie Vogelgezwitscher. Ja. Spiel. Können wir jetzt hier so durch die Steine glitschen und rauskommen? Nee, können wir nicht. Okay. Ja, aber wie sollen wir denn da jetzt bitte wieder hochkommen? Okay. Ja gut. Das ist wahrscheinlich hier so ein Geduldsspiel, ne? Leg doch mal die Spitzhacke weg, Min Jong. Nee. Ja, ich bin noch oben drauf. Aber wie soll man denn da hochkommen? Nee, so wird das nix. Batsch. Oder übersehe ich hier gerade irgendwas Fundamentales? Nur mal einmal ein bisschen gucken hier. Kann hier so durch die Steine durch. Das ist irgendwie ein bisschen eklig. Ja. Aber so soll das, glaube ich, auch nicht sein. Oh, ich bin ja so ein Freund von Rätseln, ne? Wer mich kennt, der weiß ja, ich liebe ja Rätsel, ne? Jetzt kann er da auch nicht mal mehr hoch. Ja, wie bitteschön soll ich da... Oh. Okay, war da nicht gerade irgendwie ein Sprungversuch? Bin ich jetzt auf dem Teil oder nicht? Ja, bin ich. Oh. Ja, super. Das kann ja hier Stunden dauern. Ich weiß auch gar nicht, ob es so beabsichtigt ist. Okay. Ja, da werden wir jetzt irgendwie nichts. Ich will noch mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Oder ob einfach das ein Geduldsspiel ist. Irgendwas, was wir... Nee, wir müssen den Kram hier reparieren. Ist da unten irgendwas Wichtiges? Sieht nicht so aus. Nee. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann werde ich jetzt hier mal so lange irgendwie rumhüpfen, bis ich da raufkomme, wenn das überhaupt geht. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich das geschafft habe. Bis gleich.
Ja, ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft. Ich bin die Treppe hochgekommen. Unglaublich. Das hat mich jetzt nur irgendwie, ja, gefühlt eine halbe Stunde gekostet. So. Abmarsch zu Scott. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier den Weg irgendwie finden wieder. War das jetzt richtig? Ja, das sieht richtig aus. Mal gucken, ob ich hier hochkomme. Also das mit der Kletteroption ist jetzt nicht so mein Favorite hier in dem Spiel. Spring doch da mal hoch. Gibt's doch gar nicht. Boah, das ist was für mich, ne? Oh, Leute, ey. Also, das ist kein Happiness hier. So, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das dann geschafft habe. Bis gleich. So, also das Hochspringen will mir jetzt hier nicht gelingen. Ich werde jetzt mal was anderes versuchen. Ich pace jetzt hier mal hoch. Und guck mal, ob ich von der Seite irgendwie mich da durchmogeln kann, weil das ist also sehr frostig alles gerade. Ja, okay, so kommt man da auch hoch. Ja, jetzt habe ich mich auch noch verletzt, oder was? Ich denke auch mal, bevor ich da an dem Berserker vorbeiziehe, da werde ich jetzt hier mich einfach mal hinhauen zu pennen, um mal meine Heilung ein bisschen hoch zu pushen. Denn ein Schlag von dem Berserker und ich bin ja geplättet. Iss mal was, trink mal was. Und dann willst du noch mal schlafen, damit wir nicht im Dunkeln aus der Mine rauskommen. Ja. Oh, das sieht ja schon mal besser aus. So. Wo müssen wir lang? Hä? Ach da. So, dann kommen wir hier gleich an dem Dicken vorbei. Hör auf zu schleichen und lauf mal jetzt. Nee. Ja, nee, 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 nee. So, okay. Speichern. Also die Mine hier, ey. So. Ab hier rechne ich wieder mit Karpaiken. Okay, zwei.
Drei und noch einer. Vier. Nachladen. Weiß nicht, wie viele da noch kommen. Ich glaube, das waren vier, ne? Eine Kartoffel, ja, super. Noch eine Kartoffel. Ja. So, aber dann würde ich ja sagen, dann baue ich hier aber lieber nochmal, schmeiße ich die Kartoffel nochmal wieder raus, dann baue ich hier lieber nochmal von dem Salpeter was ab, damit wir Schießpulver herstellen können, weil wir müssen ja hier nochmal irgendwie rein, wenn wir das Rätsel da nochmal lösen wollen, beziehungsweise den Fahrstuhl irgendwie aktivieren wollen wieder. War hier auch noch was zum Abbauen, hier vorne? Nee, okay. Weiß nicht, ob da jetzt noch einer kommt. Lieber nochmal die Schrotflinte zücken. Ah, das müssten, glaube ich, alle gewesen sein. So. Dann bin ich aber auch froh, wenn ich erstmal wieder hier raus bin. Ach, die Fässer, die spawnen übrigens auch nach. Das ist natürlich ganz gut zu wissen. Also. So. Ha, ja. Oh, wie schön. Und jetzt werden wir wahrscheinlich von den Banditen dann irgendwie geplättet. Ach, bin ich froh, hier wieder raus zu sein. Was sagt Essen, Trinken, alles gut. So, erstmal nach Hause fahren. So, gucken, wer von den NPCs uns denn helfen kann. Ach, ist das ein schönes Gefühl, jetzt hier irgendwie wieder zu fahren. Okay, so. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir heile an den anderen Jungs da vorbeikommen. Jo, das sieht doch gut aus. Oh. Oh, wie schön. So, noch ein bisschen langsamer werden. Oh, läuft. Abflug. Oh, ich freue mich richtig drauf, nach Hause zu kommen jetzt, ey. Was ein Angang, diese neue Mine. So. Okay. Gott, Scott, der leuchtet schon wie so ein Weihnachtsbaum. Scott. So, talk. So. Looking for me. Ja, ich habe gehört, du willst die alten Kabel reparieren. Ich kann dir zeigen, wie man Copper Wire, also Kupferdraht, craftet. Sollte nützlich sein. Bring mir zwei Kupferbarren. Zweimal Metal Scraps und eine Komponentenbox. Also, ach so, so eine Komponentenbox. Okay. Okay. Gut. Also so eine... Das ist doch eine Komponentenbox. Kupfer. Oh, dann brauchen wir jetzt nochmal Metal Scrap. Okay. Ja,
Rachel. Irgendwie ist das mit der Waffe da nicht so ganz original. Das ist doch dieses hier, ne? Jawohl. Zwei Stück wollte er davon haben. Alles klar, Scotty. Hase. So. Hier. Ja, bitteschön. Hä? Looks like you don't have enough items? Wieso das denn? Zwei? Ach, Kupfer-Ingot. Okay, alles klar. Ja. Dann müssen wir die wohl mal eben klöppeln. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir ja auch noch genug. So. Zwei Kupferteile möchte er. Ja. Da habe ich ja Gott sei Dank noch ein bisschen was in Reserve hier. So. Das nehmen wir nochmal raus. Das braucht er. Acht braucht er, ne? Sechs. Und zwei. So. Hau rein. Ach, wieder zu Hause ist das schön. So, dann kann ich jetzt erstmal ein bisschen Schießpulver herstellen. Ich muss hier erstmal ein bisschen Platz im Inventar schaffen hier. So. Das kommt damit zu. So, dann nehmen wir den. Machen wir jetzt hier mal. Ist die Zeit ja auch schon um. Ja, das ist schon fertig. Ach, das geht ja dann hier wieder nicht. Oder kann man das jetzt mittlerweile? Nee, das kann man nämlich nicht. Es ist kein Happening hier. So. Zack. Den mitnehmen. So. Ab zu Scott. 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 So. Jetzt. Ja. Hä? Wieso habe ich nicht genug Items? Was soll denn der Blödsinn? 4, 2 und 2. Sag mal, herkommen. 2 Kupferinge, 2 Metal Scraps, 2 Komponentenbox. Hand over. Sag mal, bin ich jetzt bekloppt? Zwei Kupferbarren. Zweimal Metal Scraps, 2 Komponentenbox. So. 2 Kupferingot. 2 Metal Scraps. 2 Komponentenbox. Möchte er das vielleicht so haben? Kann er das irgendwie nicht verifizieren, wenn das irgendwie auf dem... Wo ist er denn jetzt hin? Da. Also Leute, das verstehe ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt irgendwie... Ja... keine Ahnung, ob das jetzt wieder ein Buggy ist.
keine Ahnung. Ich werde jetzt hier mal speichern. Wir sind sowieso am Ende angekommen dieser Folge. Ja, großes Fragezeichen, Scott. Genau, das ist da richtig platziert über deinem Kopf. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich werde mal versuchen, das jetzt irgendwie rauszufinden, woran es liegt, dass das jetzt so nicht klappt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann wird es auch ziemlich zügig dann auch mit Draugen auf diesem Kanal weitergehen, weil also Miss Survival ist langsam an einem Ende. Werden mal gucken, ob wir hier noch weiterkommen, aber wenn ich das nicht geknackt kriege, das Problem, ja, geh du mal in deine Hütte da, dann beenden wir die Staffel hier und dann machen wir nochmal eine Staffel, wenn dann die ganzen Bugs irgendwie entfernt sind wieder. Und dann machen wir mit Draugen weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr da Lust zu habt. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen super schönen Tag und sage Tschüss.